Im Jahr 2016 wurden in Duisburg 1512 Fälle von häuslicher Gewalt registriert. Polizeioberkommissarin Hanna Held und Polizeihauptkommissar Michael Klär gehen einem Anruf nach. Eine Anwohnerin hat einen lautstarken Streit gemeldet. Also Hanna, ich höre nichts. Haus Nummer 2 sagt er doch, oder? Ja, also der Anrufer kam aus 2, aber vielleicht muss die streiten die ja woanders. Wir können ja erstmal überall klingeln. Und dann fangen wir hier an. Ach du Scheiße! Oh. Was Scheiße. Scheiße! Hallo, hey, hey! Hallo? Hallo! Egon von 1624 kommen! Egon! Hey, Egon, hör! Hier einen mit Fensterstoß in die Franzstraße 2 gegenüber! Unbedingt RTW, wir haben bewusstlose Personen! Das Fenster ist noch offen, oder? Nee, ist zu. Da muss noch einer sein. Das ist hören Sie mich? Hallo? Scheiße, mit der Knochen gebrochen. Zumindest 10 Meter. Die Beamten können nicht ausschließen, dass die Wirbelsäule verletzt sein könnte. Jede Bewegung des Opfers muss verhindert werden. Michael Klär fängt die vermeintliche Schaulustige ab. Ich bin die Schwester. Ihre Schwester. Bleiben Sie ganz ruhig. RTW ist unterwegs. Ganz ruhig. Bleiben Sie ganz ruhig. Hallo. In Ordnung. Waren Sie mit ihr verabredet, oder? Ja, wir wollten uns eigentlich im Café treffen. Wohnt Ihre Schwester hier, oder? Nein. Ja, kurz nach unserem Eintreffen ist auch die Schwester dort gewesen. Die war mit der Geschädigten verabredet, hatte ein komisches Gefühl, weil die Verabredung nicht eingehalten worden ist. Und sie war geschockt, wusste auch gar nicht, wie sie sich verhalten soll und hatte sichtbar Angst um ihre Schwester. Wir dürfen jetzt ihre Schwester nicht bewegen. Ja, ich sehe ihn. Wollen Sie mit ihr reden? Kommen Sie hier an meine Seite. Ich schicke euch Verstärkung raus, wir haben gerade Großeinsatzlage. Dauert 2-3 Minuten, kommen aber. Die Polizisten können die Ermittlungsarbeit erst nach Ankunft des Rettungsdienstes aufnehmen. Behutsam versucht Hanna Held von der Schwester etwas über den Gemütszustand des Opfers zu erfahren, um einen Selbstmordversuch auszuschließen. Die Befragung wird durch eine junge Frau unterbrochen, die das Haus verlässt. Wer sind Sie denn? Halt! Warten Sie bitte! Zeit. Ich muss gehen, ich habe keine Zeit. Nein, hier ist was passiert. Wir möchten gern wissen, wer Sie sind. Ich habe aber gerade überhaupt keine Zeit dafür. Darum geht's gar nicht. Hier ist jemand aus dem Fenster gesprungen oder geschubst worden. Und da oben ist das Fenster zu. Also, aus welcher Wohnung kommen Sie? Ich war hier, wollte jemanden besuchen, aber der ist eh nicht da. Ich möchte gerne trotzdem Ihre Personalien haben. Ja, können Sie ja haben. Sie ist eben hier aus dem Haus gekommen und das Fenster ist zugemacht worden. Ich meine, sie kann ja nicht aus dem zugen Fenster gesprungen sein, ne? Was wollt ihr hier vor meiner Tür? Wer sind Sie denn? Wer sind Sie? Ich wohne hier. Wie heißen Sie denn? Sie sind her? Ich bin der Mann, Timo. Der Mann? Der Mann. Wie ist denn Ihr Nachname? Sie sind zusammen. Was ist eigentlich hier los? Was ist passiert? Nochmal, wie ist Ihr Name? Sie sind her? Warum wollen Sie meinen Namen? Ja, unglaublich, wie sich manchmal Menschen verhalten. Die Dame, die aus dem Haus kam, hatte ja gesagt, sie will jemand besuchen in diesem Haus. Der Jogger, der uns entgegenkam, erkannte diese Dame aber als seine Frau. Hat sich für mich ein bisschen komisch angehört, weil dann muss die ja da wohnen. Und dementsprechend hat die uns ja schon das erste Mal angelogen. Und deswegen haben wir dann auch beide Personen festgehalten. Ist das noch für in Ihrer Wohnung? Nö. Haben Sie Schlüssel mit? Ja klar, habe ich Schlüssel von meiner Wohnung, ist doch logisch. Die Ermittler bitten darum, die Wohnung betreten zu dürfen. Sie verständigen die Leitstelle darüber, dass sie die Wohnung überprüfen. Es ist unklar, ob sich der Täter noch in den Räumlichkeiten aufhält. Hallo? Safe? Nett. Magst du Sekt? Hier sind noch 2. Haben Sie mal da wartet, Herr Hagedorn? Bleiben Sie noch da, bitte. Nele, okay. Oh. Guck mal kurz runter, ob das passt. Das passt von der Höhe her. Warte mal. Sprung sehe ich hier nicht. Kammsprung auch nicht. Das passt von der Höhe. Für die Kriminalisten steht fest, dass das Opfer aus diesem Fenster gestürzt ist. Sie müssen herausfinden, ob es ein Selbstmordversuch war oder die junge Frau gestoßen wurde. Derjenige, der das Fenster geschlossen hat, kann den Fall aufklären. Wann haben Sie denn die Wohnung verlassen? Vor mindestens eine Stunde. Mindestens eine Stunde. Mindestens. Und Sie sind die einzigen Schlüssel für die Wohnung? Ja, genau. Genau. Kann ja nur eine gewesen sein. Ich meine, ich war ja joggen, ne? Also Egon hat durchgerufen, der RTW will uns was zeigen und ich komme gleich mal hoch. Du hast die Sache im Griff? Ja, alles klar. Versuchen, dich zu beruhigen. Ja, ich gehe mal kurz runter zu verlassen. Das machen wir ganz in Ruhe. Sie joggen eine Stunde.
Ja, kann klar, sein, natürlich. Gut in Form sind sie, ne? Na sicher, muss man ja auch, ne? Ich meine, von nichts kommt nichts. Ne? Wie, ich schwitze nicht? So, ja, ich bin ja gut in Form, deswegen, ich muss nicht schnell schwitzen. Verstehen Sie, was ich meine? Also, wer hat Ihnen das hier so arrangiert? Ja, also ich war das bestimmt nicht. Warst du das vielleicht? Wir wollten noch einen schönen Abend heute verbringen, deswegen bin ich ja auch gekommen. Während unserer Maßnahme hat Egon mich nochmal gerufen, dass ich mich nochmal zum Rettungswagen begeben sollte. Und es war auch wirklich wichtig, dass ich dann da war. Die Rettungskräfte konnten mir dann mitteilen, dass sie schon während ihrer Erste-Hilfe-Maßnahmen gesehen haben, dass die Geschädigte unter ihren Fingernägeln Hautspuren, Hautpartikel hatte. Und diese Spuren sind ja für uns sehr, sehr wichtig. Weil dazu muss es ja auch ein Gegenstück geben und deswegen haben wir zumindest eine Hand eintüten können und die Krankenhäuser wissen auch in der Regel, was sie dann zur Spurensicherung machen sollen bei den Erste-Hilfe-Maßnahmen. Also ich habe jetzt hier noch, das ist die Schwester von der Verletzten, die durfte nicht mit, weil wahrscheinlich holen die noch einen Helikopter, die muss wirklich schnell in die Klinik. Aber es wurden Hautpartikel unter den Fingernägeln gefunden. Genau, und danach sollten wir jetzt auch noch mal gucken. Fotografisch gesichert, Spurensicherung? Da habe ich mich unten drum gekümmert. Die hat eine Tüte um ihre Hände und das, was jetzt möglich ist, haben wir gemacht. Okay. Genau, danke. Okay, also ich würde Sie erstmal hier noch mal bitten. Das wird schon. Ja. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Genau, Sie haben ja gesagt, also Ihre Schwester würde eigentlich gar nicht irgendwie woanders hingehen. Oder wir wollten uns eigentlich im Café treffen, ja. Das ist direkt um die Ecke. Ja. Sie klingen sehr besorgt und es war sehr aufgewühlt und sie wollte mir irgendwas erzählen. Ja. Ich habe schon länger gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Da nur zwei Personen einen Schlüssel haben, steht für die Beamten fest, dass der Wohnungsinhaber oder seine Frau etwas mit dem Sturz zu tun haben. Die getrennte Befragung bringt neue Erkenntnisse. Unter Männern, Sie wissen ja, bei mir und meiner Frau läuft es sexuell nicht mehr so wie früher. Ja. Und dann ist es halt dazu gekommen, dass ich hier einen wegstecken wollte. Ne? Also, wie so unter Männern, wissen Sie, einen kleinen Quickie, einen One-Night-Stand, nennen Sie es wie es wollt. Ein bisschen die Liebesaffäre, ein bisschen auffrischen. Und da wäre auch alles glatt gelaufen. Ne? Ich habe jetzt. Also war die Dame hier? Ja, das wäre auch alles super gelaufen jetzt, aber ich habe jetzt wirklich unter Verdacht, dass meine Frau irgendwie rausgekriegt ist und dass die ausgerastet ist. Warte eben, Sekunde. Die da raus, das ist wahrscheinlich die Lösung. Da ist ja schon so. Sekunde, mein. Er will sie in die Schuhe schieben. Er sagt, Affäre. Ja. Wollte einen wegstecken, auf Deutsch gesagt. Und es sagt, dass vermutlich seine Freundin aus dem Fenster, gestoßen haben könnte. Ein bisschen schräger Typ. Was sagt sie? Sie kann sich die Situation nicht erklären, aber wir haben ja trotzdem noch diese Partikel unter den Fingernägeln. Also würde ich jetzt so daran ansetzen. Die Polizeioberkommissarin bittet die junge Frau, sich frei zu machen, um sie auf Kratzer zu untersuchen. Oberkörper und Bauch sind unverletzt. Damit steht ihre Unschuld fest. Bleibt noch ein Verdächtiger. Jetzt müssen wir einmal bei Ihnen sehen, ob Sie verletzt sind. Ja, hier können Sie bei mir gucken. Ja, was haben Sie da zu gucken? Hören Sie zu, passen Sie auf. Hier liegt ein Kapitalweg vor. Ja, augenscheinlich ist die Dame. Ich habe nichts damit zu tun. Wir können Sie auch zur Wache bringen. Bleiben Sie da. Stech Sie ab, ich sage Sie. Eine Legen Sekunde weg. Mehr. Legen Sie weg. Okay. Und Sie auch. Das Messer ist weg. Okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Okay, Sie beruhigen sich jetzt. Okay. Eine Hand nach hinten, und zwar die. Okay. Ist ja gut, bleib doch locker jetzt. Mach doch jetzt hier keine Show draus. Bei einem Angriff mit einem Messer bin ich immer jemand, der gerne auf Abstand geht. Wir haben ja mehrere Möglichkeiten, mit denen wir uns wehren können. Und ich hatte hier in der Wohnung als mildestes Mittel das RSG gesehen und hatte es auch schon gegriffen. Aber mein Kollege hat beherzt zugegriffen und hat dann auch den Täter schnell überwältigt. Guckst du noch mal? Ganz ruhig. Ganz ruhig. Mann! Oha. Okay. Was ist das hier? Also Sie haben definitiv damit was Sie zu tun. Sie sehen doch, wie die ausgerastet ist. Ich habe das doch nicht extra gemacht. Wie der ausgerastet? Sie haben eine Frau aus dem Fenster geschoben? Ja, aber nicht extra. Ich wollte es nicht extra. Also sie ist einfach so gerutscht. Guter Mann, das sind 10 Meter. Ja, das ist das Tötungsdelikt. Sie ist einfach so runtergeklupst. Also so wie er es auch dargestellt hat, wusste seine Geliebte nicht, dass er verheiratet ist. Und als dann an der Wohnungstür der Schlüssel raschelte, von seiner war ihm klar, Frau. Ja, war ihm klar, dass die Frau nach Hause kommt. Daraufhin ist die Geliebte dann wohl durchgedreht und hat er in seiner Panik sie aus dem Fenster gestoßen.
Ja. Sie sind voll euch festgenommen. Okay, ich zum Sachverhalt selbst brauchen Sie nicht zu äußern. Hm? Ist in Ordnung. Sie können jederzeit einen Anwalt konsultieren. Aber wie gesagt, Sie bleiben in Haft mit Sicherheit. Obwohl der Täter gestanden hat, räumen und versiegeln die Polizisten die Wohnung. Für eine lückenlose Beweisführung vor Gericht muss der Tatort dokumentiert werden. Sie kriegen Ihre Wohnungsschlüssel, die Spurensicherung kommt jetzt gleich. Wenn die da sind, das werden Sie ja sehen, danach wird die Wohnung auch wieder freigegeben, vermutlich. Ich aber will so gar lange... nicht mehr zurück. Okay. Was will ich mit so einem Arschloch? Ja, so also, okay. Haben Sie die Möglichkeit, irgendwo hinzugehen, dann machen Sie das? Ich gehe zu meiner Mutter. Also genau. Ich will diesen Mann nie mehr wiedersehen, betrügt aber mich. Aber trotz allem werden Sie dazu noch mal angeschrieben, ja? Okay. Und Sie kommen mit uns. Genau, super, danke. Okay. Vielleicht da, ihr könnt aber verbringen, wenn ihr wollt, wir bleiben vor Ort. Genau, danke. Okay, dann können Sie jetzt im Prinzip zu Ihrer Mutter gehen und Sie haben ein Auto hier vielleicht um die Ecke, dann können Sie ins Krankenhaus hinterherkommen. Ja, ich muss hier auf jeden Fall direkt zu okay. meiner Schwester. Genau, okay, dann machen wir das so. Okay. Dankeschön. Super. Der Wohnungsinhaber wird wegen versuchten Totschlags zu einer Haftstrafe verurteilt. Der Sturz der jungen Frau ist glimpflich abgegangen. Sie hat mehrere Knochenbrüche, aber keine inneren Verletzungen davongetragen. Nach einigen Monaten ist sie komplett genesen.